The Sauerland is a hidden away region of western Germany. These uplands south of the Ruhr region are sparsely populated and densely wooded. Here, the cuisine is hearty and nourishing. There are desserts with pumpernickel, potatoes from the fire in the autumn, enjoyed with butter made with fresh Douglas fir tips. Hunting is part of the care and maintenance of the forest. Mother and daughter Corinne and Charlotte Gilsbach go hunting together and cook the wild game from their own forests. Das riecht schon auch schon wieder so gut. Ein typisches Wildgewürz, Wacholderbeeren. Ja, das riecht auch so nach Wald, ne? Ja. At his tree nursery, Forester Elmar Gilsbach is breaking new ground in times of climate change. Wir müssen auf Baumarten setzen, sag ich mal, die aus Gegenden kommen, wo es relativ warm ist. Hunting season begins in the autumn. After nearly 30 years of hunting from raised hides, Corinne Gilsbach has discovered a new and extremely flexible technique. All you need is a head for heights. Das Tolle an der Klettersitzjacht ist eigentlich diese Flexibilität, dass ich einfach mir einen Baum aussuchen kann und daran hochklettern kann. Ich bin einfach so hoch im Baum und das Wild vermutet mich überhaupt nicht und kommt völlig unbekümmert und fühlt sich nicht gestresst. Und ich kann auch einen gezielten, sicheren Schuss abgeben. Und ich bin mit der Natur so verbunden, wie ich es eigentlich auf so einer Kanzel eigentlich sonst nie bin. Und das macht mir nochmal besonders viel Spaß. The climbing seat makes it possible to climb trees as if wearing crampons. For Corinne, hunting is not just a pastime, but the active protection of the forest. The animals bite the young shoots and damage the tree trunks. Corinne hunts to keep the forest and the wild animals in balance. Die knabbern also die Rinde richtig an. Das schmeckt denen besonders gut, weil da Vitamine drunter sind. Und der Baum ist eigentlich hinüber. Da dringt dann ein Pilz ein und stirbt ab. Er verfault praktisch. The family's own forest spans 250 hectares in the Rothaar Low Mountain Range in southern Sauerland. The Gilsbachs live in Oberkirchen, a district of the town of Schmallenberg. Charlotte is a student and is only at home during term breaks. Hi, Lotti. Hi. Na? Schon angefangen? Ja, doch ein bisschen. Und wie war es auf dem Hochsitz? Ach, schön war es, aber ich habe gar nichts gesehen. Aber es war trotzdem schön. Ja, das Wetter passte. Ja. Corinne and Charlotte are making Potthucker. It's a casserole of boiled and raw potatoes that tends to stick to the pan, hence the name stuck in the pot. Potthucke ist ein typisches sauerländisches Gericht, ursprünglich eigentlich in arme Leute essen. Also gar nichts Besonderes, aber ist eben so wie so ein Kartoffelauflauf, bisschen würziger und schmeckt total gut. Boiled potatoes are mixed with raw in a ratio of 1:4. Schwer, ne? The bacon and onions are well seared. Add cream and eggs to bind it all together. Ich mache 8 Eier jetzt da rein. Und ich mache euch ein bisschen Salz, das ist ja eine riesige Menge. Mhm. Dann kannst du das gleich alles schön vermatschen mit den Händen. Ja, okay. Nutmeg is all important for the seasoning. Mhm. Okay. Ich
Reicht das so? Ja. Mother and daughter cook together more often since Charlotte began her studies in nutrition. Ich freue mich jetzt auch so richtig, dass Lotti mir jetzt ein bisschen mehr zur Hand geht. Jetzt, wo du Ökotrophologie studierst, ist auch ein bisschen experimentierfreudiger geworden und gibt mir auch mal ein paar gute Tipps. Das ergänzen wir uns ganz gut. Ganz neue Rezepte und auch eben viel, wo jetzt vegan und vegetarisch hoch im Kurs ist, ne? In meinem Studium sind ja auch viele vegetarisch oder auch viele Veganer. Wenn ich jetzt so ein Gericht hätte, also Pottucke und auch, sag ich mal, für die kochen würde, ja, dann müsste auf jeden Fall Speck raus. Und stattdessen könnte man aber zum Beispiel Möhren nehmen. Super. Machen wir das Ganze ein bisschen knusprig oben drauf. Okay. Einfach so drüber streuen. Ja. When baked, the raw potato flakes form a golden yellow crust. The Sauerland is one of Germany's more rainy regions, but even here the forests have struggled with drought. Swathes of spruce have been felled because the trees are unable to produce enough resin during dry spells, a tempting invitation for the bark beetle. To date, Elmar Gilsbach has been lucky. His forests are predominantly on northern slopes where there is more rainfall. So far, only some of his trees have been affected. The damaged spruces have to be felled to prevent the beetle from spreading further. The incredible reproduction rate of the bark beetle is every forest owner's nightmare. Here sieht man den Hauptgang und die Leitergänge, die rechts und links des Hauptganges abgehen, wo die Eier denn abgelegt wurden. Und die sind hier bis auf ein paar schon alle ausgeflogen. Durch diese Fraßgänge ist die Wasserzufuhr nach oben unterbrochen worden und dadurch stirbt der Baum ab und das ist das Todesurteil eines jeden Baumes. Und bist fertig? Jawohl. Bäume sind ja gefällt, die sind fertig. Jetzt wollen wir nur eben gucken, ja, dass wir die runterkriegen. Komm, hopp, hopp, komm. Corinne, kannst du das Pferd mal eben festhalten? Bleib mal hinter stehen. The Gilsbachs pull the trunks out of the forest with their Freiburger horses, which is easier on the forest floor. Oh la la. Corinne is originally from Düsseldorf. She often used to go on riding holidays in the Sauerland, which is how she met Elmar. Ist das Tempo so gut, Elmar? Ja, ist gut. Tempo ist gut. Kannst du weiterfahren. Jetzt hat sich mein Traum hier praktisch erfüllt. Ich habe die Natur um mich herum und habe die Pferde und eigentlich das, was mir immer Spaß gemacht hat, mich im Wald aufzuhalten. Ich kann hier jagen und ich habe praktisch auch meinen Arbeitsplatz da, wo es mir am meisten gefällt. Und ja, etwas Besseres konnte ich mir gar nicht vorstellen. Oh, sieht aber gut aus da. Conny kriegt auch eine große. Oh, ja, nee, jetzt gerade. Kannst du ruhig viel geben. A fresh salad goes well with the Pottucke. The beet syrup is optional. Lasst euch schmecken, ne? Ja, ja. Konstantin sometimes joins them for lunch. The older son is doing an apprenticeship in business administration not far away. Was du immer wieder gut rausschmeckst, sind die Speckwürfel. Ja, das machst du gerne, ne? Ja, mach ich gerne. Ja, ehrlich gesagt, als ich Mitte 20 hier ins Sauerland gekommen bin und sah diesen großen, riesigen Mann da sitzen, habe ich gedacht, oh, jetzt musst du wahrscheinlich so, wie das im Sauerland üblich ist, drei Gänge machen, Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Sehe ich aus, als wäre ich nicht satt geworden. Nein, also die Corinne hat immer wirklich hervorragend, gut, deftig und auch genügend gekocht. Hauptsache deftig, ne? Genau. Und herzhaft. So, ich habe schon mal was nachgeholt. Da vorne eben hinstellen, ja, dann können wir uns beide davon nehmen. The family runs a forest tree nursery. The young plants are being schooled, the process of moving them to ever larger pots. This promotes the formation of roots and later helps the trees to grow in the forests. Guck mal, ich habe hier gerade auch eine rausgezogen, da sieht man richtig, dass die Wurzel schön gerade nach unten geht. Guck mal, die wachsen jetzt noch um die Jahreszeit. Diese Blaufichte, guck mal hier, wie schön die verzwölt ist. Und die sticht, die ist sowas von frech, jetzt in der Jugend schon. Die eignet sich hervorragend als Beipflanze für diese Eiche. Also da wird mit Sicherheit kein Rehwild drangehen, um die zu verbeißen.
Elmar's patent. He schools different types of trees in a bundle, so the main tree is protected from browsing deer. For Konstantin to help out in his father's tree nursery is something of an exception. Nach dem Abitur habe ich halt erstmal Forstwirtschaft studiert, aber dann festgestellt, ja, das war einfach zu viel Wald für mich, sage ich jetzt mal, und deshalb bin ich jetzt den Weg so Richtung Industrie gegangen. Aber das schließt eigentlich das nicht aus, dass sie dann noch mal hier in den Betrieb einsteigen kann. Wenn er dann noch eine Frau bekommt, die auch dahinter steht und den Bezug zur Natur hat, ist das für uns auch ideal. Denn ich habe ja auch das Glück gehabt. The family founded their tree nursery out of sheer necessity. When Storm Kirill swept across the Sauerland 13 years ago, they lost two-thirds of their forest area overnight. The shallow-rooted spruces simply buckled. Since then, Elmar Gilsbach has reforested with more climate-tolerant and resilient trees. Guck mal hier, da. 20 ja. Zentimeter, dann wird's schon wieder trocken. So, mach mal eben, steck mal ordentlich da rein. Alles klar. Weißt du auch, wie du die schneiden sollst für die Soße? Ja, klar weiß ich, wie man Zwiebeln schneidet. Every member of the Gilsbach family is expected to have a hunting license. Charlotte's boyfriend Paul is also a hunter and butcher. The pair are making burgers from a mix of venison and wild boar. Beim Wild muss man halt immer Rindfleisch dabei nehmen, weil es sonst einfach zu trocken ist, weil Wildfleisch an sich halt immer mager ist und dann krieg ich keinen Geschmack dran und dann schmeckt mir im Endeffekt der ganze Burger nicht. A few dabs of butter for consistency and fried onions for flavor. Die Butter habe ich jetzt dabei getan, um den Burger Patty einfach ein bisschen fluffiger zu machen, um auch ja, Butter ist halt auch nochmal ein Geschmacksträger. For a sweet barbecue sauce, Charlotte caramelizes onions, then deglazes with dark beer. Paul, wie lange soll ich das einkochen lassen? Ja, so bis auf die Hälfte, so dass die Hälfte weg ist ungefähr. Okay, ja. The venison can tolerate these strong flavors. Tart sweet lingonberry jam, a local classic. Zu dem Wildfleisch passt am besten Preiselbeere und so Barbecue-Soße. Und gerade auch bei den Burgern ist es ja auch immer beliebt. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir das einfach zusammenmixen, also Barbecue und Preiselbeere. For a fruity component, they add applesauce. The compote can also be used for thickening sauces. Manchmal nehmen wir uns wirklich vor, dann zusammen zu kochen. Wir kommen uns da manchmal so etwas in die Quere, würde ich sagen. Ja, geht so. Also meistens übernehme ich dann das Kochen und Lotti übernimmt den Rest. Und so abschmecken machen wir dann auch zusammen. Ist ein bisschen zu süß, ich würde noch ein bisschen Senf dran tun. Ja, und Salz und Pfeffer, ne? Also dann würde ich jetzt sagen, wir lassen die noch so 10 Minuten hier stehen, ein bisschen köcheln. Ja. Und dann lassen wir sie kalt werden und dann müsste es eigentlich gut sein. Okay. In the Sauerland, autumn is time for the potato fire. Du warst noch nie beim Kartoffelbraten. Nee, tatsächlich. Kann ich gar nicht glauben. Du bist Sauerländerin, aber bist auch Sauerländerin. Corinne regularly meets up with fellow hunters. Today, the gathering is in Crystal Muse's garden. There's a fire pit and a shooting range. Früher hat man ja mit den Strünken, die auf dem Kartoffelfeld übrig waren, hat man das erste Kartoffelfeuer gemacht. Und die restlichen Kartoffeln, die auf den Feldern lagen, die wurden dann in dem Kartoffelfeuer gegart. Und heute macht man es mit Buchenholz, ist hier regional. Die bleiben jetzt dreiviertel Stunde drin. Dann machen wir mal einen Test. Gucken wir mal. Es muss jetzt geduldig sein. Schießen, ja. Auch die Zeit schießen. Geht schießen. Jetzt gehen wir schießen. In die 12? Unglaublich. Genau. Reindrücken. Ja, dann kommt da auch was. Dann kommt was. Niki, hast du mitgekriegt eine 9? Ach, das kann nicht sein. Auf die 12 gezielt. Also super. Perfekt. In the garden, all shooting is with air rifles. But the group also goes live shooting to warm up for their annual license testing. Ja, Christo, guck mal, das bist du. Super. Das heißt, wir brauchen alle überhaupt nicht mehr antreten. Schön. Das freut mich. Heimvorteil. Ich glaube, demütig zum Üben zurückziehen. Wir gehen gerne mit Frauen zum Schießen, weil es gibt dann keine dummen Sprüche. Es ist einfach schön, unter Frauen zu schießen, am Schießstand zu sein, sich zu freuen, wenn andere gute Punkte gemacht haben. Also da sind wir einfach total gut drauf, muss ich sagen.
Usually the potatoes are only served with butter and salt, but today also with flavors from the forest. Das sind Douglasientriebe. Die sind noch ganz zart und ganz jung, deswegen sind die so weich. Das riecht so richtig nach Zitrone. So richtiger Zitrus. Zitrus. Und wenn du das schneidest, dann kommt das erst recht zum Vorschein. Der schmeckt echt nach Zitronenspitzen. Nicht nach Tannenspitzen. Dann entfaltet sich so und richtig. Das in Butter hat man noch nie, ne? Nee, hat man noch nie. Ich vorher auch noch nie gemacht. Ausprobieren. Genau. Also Wildschwein-Schinken in Butter habe ich auch noch nie ausprobiert. Hast du auch noch nicht? Nee. Habe ich eigentlich auch noch nicht. Die Butter hat sich schon wieder befestigt. Ja, vor allen Dingen, du willst das ja überall haben hier. Ja, ja, deshalb. Cool. Oh. Schinkenbutter, nicht Butter mit Schinken, das sondern Schinkenbutter. Das sieht schwer danach aus. Ja. Als wenn die im Kühlschrank wäre. Ja. So, jetzt machen wir mal einen Test, Corinne. Geht das? Wow, perfekt. Ja, gut. Die sind gut, die fühlen sich auch gut an. Verbringen die nicht im Schrank. As is traditional in Sauerland, the potatoes are not peeled. The slightly charred skin gives them just the right flavor. Sie wird so aufgebrochen. Na, mit den genau. Fingern, Messer sind so verwöhnt. Ne? Genau. Messer. Dann kommt die Butter da drauf. Dann machen wir wieder zu. Und dann steckt man sie in den Mund und genießt. Charlotte and Constantine have played in the Sausturm brass band since earning their hunting licenses at the age of 16. Before mobile phones, horn blowing was important for communicating in the forest. Ja, super. Passt doch. Können wir was essen, wa? Today, it's more about tradition and camaraderie. Also, wer möchte, kann schon Burger haben. Oh, sehr gerne. Das sieht aber gut aus. Dankeschön. Ich nehme einen so. Ohne Salat. Ohne Salat, ja. Ja, okay, warte dann. Aber wir haben einen mit Salat. Ja, 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 das ist gut. Super. Mit ohne Salat. Geht so? Ja, okay. Ja, super, danke, Nicole. Und du mit zwei Scheiben Käse drauf. Ja. Ja. Dann Cheese bringen wir alles hin. Richtig gut. Meines Wildes. Ja. Ich bin wirklich top. Aber ist noch was anderes wie Bratwürstchen, ne? Mhm. Jo, aber du musst schon. Also, echt gut. Die Soße hat er gut hingekriegt. To stock up on conifer seeds, you have to get to the very tops of the trees. Markus? Ja? Und lohnt sich's Klettern? Auf jeden Fall. Ja? Ja. Und kommt's auch ganz bis oben in die Spitze oder sind die Äste zu dicht? Nein, über der Douglasie geht das eigentlich. Da kommst du ganz gut weit drauf. Ja, die Douglasie ist im Vergleich zur Fichte eine gute Alternative. Kann lange Trockenphasen besser überstehen. Wird in der Sonne nicht so verbrannt und hat noch, ja, ich möchte mal sagen, den doppelten Zuwachs. Denn wir als Waldbauern sind ja auch verpflichtet, langfristig Holz zu produzieren. Und es kann ja nicht sein, dass wir das Holz aus Brasilien, Indonesien holen und hier oben, sag ich mal, keine Forstwirtschaft betreiben. Achtung, Sack kommt. The cones of the Douglas firs are dried. The seed, the new stock, will be used next spring. Da können wir ja gleich mal gucken, was wir haben. Man merkt schon am Schnitt, dass es nicht ganz so hervorragend wird. Nee, gut, aber ein paar sind ja drin. Ist ja in Ordnung. Also ein Stück haben wir drin auf jeder Seite. Das lohnt sich genau, schon. Genau, das lohnt sich noch, obwohl der Zapfen von außen nicht mehr ganz so schön aussieht zum Ende der Saison. Ja, ist jetzt gelaufen. Ja, ist gelaufen und das reicht. Ja. Muss reichen. At the primary school in Oberkirchen, they have some unusual guests. Since her own children grew up, Corinne works here in the afternoons as a volunteer. Today, she's invited her hunting friends along. Wie sagt denn der Jäger zu den Ohren von dem Hasen? Habt ihr das schon mal gehört? Ja. Löffel? Löffel, genau. Christel Mewis and Hildrud Harderbusch visit the regional schools and kindergartens as a mobile forest school. Also die wiegt richtig was, das ist Knochenmasse. Wollt ihr das auch mal in Hand nehmen? Die schwere Stange, vorsichtig. Cool, oder? Und das wächst in einem Jahr.
Was ist das für ein Ast? Wir Sauerländer müssen das alle wissen. Du? Eine Fichte. Eine Fichte, genau. And the children learn about the diversity of the forest. Mach das mal, das sind Nasen. Du musst ja ein bisschen Spucke unten dran machen, dann kleben die besser. The rose hips are also good for eating. From the end of September, the vitamin-rich fruits are ripe and ready. Wichtig ist, dass ihr nicht zu viel aufschneidet, dass die ganzen Kerne nicht schon vorher rausfallen. Ne? Weil die Kerne, die ergeben ja schon mal so ein Juckpulver. Ne? Juckt es, wenn man an diese Kerne kommt? Ja. Jetzt muss das eine halbe Stunde kochen, damit die schön matschig werden. The rose hips are the topping for the Westphalian quark dish, a popular dessert in the Sauerland. There's lots of cream, vanilla pulp and, of course, quark. The most important ingredient is pumpernickel, a tangy sweet bread made from crushed rye. Gerne mal. Und wie schmeckt's? Gut. Ja, typisches Sauerländerbrot, ne? Mhm. Ganz dunkles Brot. Finally, the whipped cream is carefully folded into the quark. Schön voll. Ja. Wonach riecht denn das? Es duftet doch irgendwie ganz toll. Wie so eine Tomatenmatsche. Ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Ne? Also das Hagebuttenmus jetzt dazu ist von uns jetzt hier so ein kleines Experiment. Also normalerweise gehört das nicht zu der westfälischen Quarkspeise. Meist isst man das irgendwie mit heißen Kirschen oder Himbeeren. Wichtig ist eben so eine fruchtige Komponente dazu. Jetzt probieren wir. Ja, lecker. Die Hagebutte ist ein bisschen sauer. Ja. Ein bisschen säuerlich, ne? Voll lecker. Die ist wirklich sauer. Ja. Aber sie schmeckt gut. At home, the Gilsbachs are making venison fillets and black salsifies. Das ist eine ziemliche Sauerei, das Schälen, ne? Ja, doch. Und du musst dich beeilen, gleich das schnell in das Zitronenwasser legen. Die laufen ja ganz schnell an, ne? Und verfärben. Ja, man merkt auch, wie klebrig die Hände werden. Ja, doch. Black salsify, also known as winter asparagus, but with a milder and more nutty flavor. The fillet is poached. Before this, Corinne adds spices, including rosemary and juniper. Das riecht schon auch schon wieder so gut. Ein typisches Wildgewürz, Wacholderbeeren. Ja, ja, das riecht auch so nach Wald. Ne? Ja, sehr gut. Ever more women are doing their green exams, the other name for a hunting license. Ja, ich habe den Jagdschein ja vor 26 Jahren schon gemacht und damals waren Frauen noch eine Seltenheit. Und also heutzutage ist das eigentlich schon völlig normal. Es ist ja, die Anzahl der Frauen ist ja absolut gesteigert jetzt mittlerweile, ne? Doch, also man merkt das schon, es sind jetzt viele, die auch als Jugendliche den Schein schon machen, ne? Dann schon irgendwie stolz, ja. Ich muss hier ganz fest verschließen, damit nachher kein Wasser da reinkommt. Ah, okay. Wenn ich das in den Topf tue. Ja, quasi wie so ein Bonbon. Ne? Poaching is a reliable way of stopping lean meat from becoming dry. The fillet stays in the water for around 10 minutes at a maximum of 80 degrees. Fillets are the best parts of the back. Corinne gets hers from the butcher, who prepares the game he hunts himself, ready for the kitchen. Was für mich total wichtig ist, dass ich das ganze Reh irgendwie verarbeiten kann und nicht nur irgendwie mir die guten Teile raussuche, sondern ich freue mich, wenn ich daraus noch eine Wildbrühe machen kann und die Knochen auch dementsprechend verwerte. Und zudem schmeckt das einfach total hervorragend. For the bones to really give off their flavor, the broth should boil for a good 2 hours. The black salsifies are braised in butter and seasoned with lemon and sugar. Also Schwarzwurzeln ist eigentlich ein Gemüse, was lange gar nicht so beachtet worden ist, aber es passt eigentlich hervorragend auch zu Wild und ist vor allen Dingen super gesund, hat ganz viele Vitamine, Vitamin E und C und Calcium und Kalium und ist auch total reich an Ballaststoffen. Und ist eben jetzt so ein typisches Herbst-Winter-Gemüse. Schwer zu beschreiben irgendwie, ne? Ja, also ich finde auch so ein bisschen so wie Spargel, aber es ist nicht so wässrig, es ist ein bisschen fester. Ja, genau. Das ist lecker. Auf jeden Fall lecker, ne? Mhm. Mashed potatoes are a good accompaniment. Ist jetzt auch fertig hier. After the poaching, Corinne briefly sears the fillets to give them color and to bring out the roasting aromas. Ich würde dahin, wo die Schweine jetzt neulich waren. Würdest du gerne ein Schwein schießen? Ja. Dann geh du doch oben hin, im Oberhang. Ja, ja, okay. A
At dusk, the family often goes on a hide hunt. Also, dann bringt was mit, Waldmannsheil. Ja, Waldmannsheil. Together, they increase their chances of success. Ja, hier vorne an dem Felsen. Manchmal stehen die da ja ganz gerne. Mhm. So, Leute, ganz ruhig. Entsichern. Ja. Okay. Könntest. Gut getroffen, Licht im Knall. Klasse. Ja. Super. Und die Waldmannsheil. Ja, Waldmannsheil. Ja, immer die kleine. Immer wieder Erfolg. Kann man hinsetzen, wo man will. Ja. Bringt ja immer was mit. Wirklich wahr. Ja. Erst Yachtkönigin. Ja. And as a warming up treat, the venison broth. Waldmannsheil. Ja, Waldmannsheil. Auf das Schwein. Du warst dann aufgeregt? Ja. Bisschen? Mhm. Doch, ein bisschen schon. Weil mein erstes Schwein.